Ja, servus, hallo auch von mir. Ihr habt gerade schon ein Handzeichen gegeben. Wie viele von euch haben vor, ihren Markt zu übernehmen? Und genau dieses Ziel hatte ich auch von Anfang an. Leider hat das nicht direkt geklappt. Das war nicht so, dass ich angefangen habe und am nächsten Tag waren wir bekannt und groß und Marktführer. Richtig los ging es erst 2020 und zwar mit diesem Film. Wir haben einen Loftfilm gemacht für unser eigenes Marketing und dieser Film ist bis heute das beste Creative, also die beste Werbung, die wir je produziert haben. Die hat nachweislich mehrere Millionen Euro Umsatz gebracht und läuft immer noch seit 2020 als Facebook-Werbung. Und obwohl die so gut angelaufen ist, obwohl wir da sehr viele Anfragen generiert haben, gab es trotzdem Menschen, die nicht draufgeklickt haben. Es gibt trotzdem Menschen, die zwar draufgeklickt haben, aber dann nicht angefragt haben bei uns. Und es gab Menschen, die haben zwar angefragt, haben aber trotzdem nicht gekauft. Das heißt, der Loftfilm hat uns extrem geholfen. Der Loftfilm war aber nicht das Einzige, was wir gemacht haben, um dieses große Ziel, das wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Und das große Ziel, was wir uns gesetzt haben, ja, zu sagen, wir wollen Marktführer werden, das ist ja immer so ein, ja, kann man schwer messen. Was wir gesagt haben, ist, wir wollen 1 Million Euro Umsatz in einem Monat schaffen. Wir haben das geschafft und die Frage, die ich am meisten bekomme, ist, wie geht das? Wie funktioniert das? Was ist der eine Trick? Der eine Hebel? Was muss ich nachmachen, damit das für mich auch funktioniert? Und die Antwort ist, es gibt nicht den einen Trick, es gibt nicht die magische Pille. Ja, du musst nur diese eine Sache machen, dann wirst du alle deine Probleme lösen. So ist es nicht. Du musst in deinem Unternehmen viele verschiedene Dinge richtig machen. Das ist zum Beispiel, du brauchst die richtigen Mitarbeiter, du brauchst die richtigen Prozesse, du brauchst auch das richtige Mindset. Ganz viele Dinge, die korrekt laufen müssen. Und über diese ganzen Dinge wollen wir heute sprechen. Ja, wir haben Top-Speaker eingeladen, die euch genau das zeigen, die in allen Bereichen eures Unternehmens euch helfen wollen, damit ihr so ein Ziel erreichen könnt. Eine Sache ist aber mit Abstand die wichtigste, wenn ihr so ein Ziel erreichen wollt. Und das ist, ihr braucht gutes Marketing. Ohne Marketing keine Sichtbarkeit, ohne Sichtbarkeit keine Anfragen. Und ohne Anfragen keine Rekordumsätze. Also wie schafft ihr es, so gutes Marketing zu machen, dass ihr viele Anfragen bekommt und, wie Sina das so schön gesagt hat, dass ihr eure Konkurrenz platt macht. Darüber sprechen wir jetzt. Wir kommen zum ersten Schritt. Und der erste Schritt ist, mach einen Loftfilm. Jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht für euch alle. Diesen ersten Schritt habt ihr bereits geschafft. Das heißt, wir können uns direkt auf den zweiten Schritt fokussieren. Ihr seid vielen anderen eurer Konkurrenz schon voraus, weil ihr das schon abgehakt habt. Schauen wir auf den zweiten Schritt. Weil einfach nur den Loftfilm zu machen und den einmal zu zeigen, das reicht nicht. Ihr müsst immer wieder auftauchen. Und das Gleiche ist mir wieder bewusst geworden. Felix und ich machen nämlich aktuell einen Fallschirmschein. Und ich bin sehr froh, dass unser Fallschirmlehrer Neil heute hier ist. Den habe ich gerade gesehen. Und mit ihm bin ich zum ersten Mal in meinem Leben alleine aus dem Flugzeug gesprungen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in 4000 Meter Höhe die Tür aufmacht, nach unten schaut, da geht euch ganz schön die Pumpe. Und dann springt ihr raus und ihr schießt mit 200 km/h dem Boden entgegen. Der Wind schießt euch ins Gesicht. Ihr schaut auf euren Höhenmesser und ihr wisst, gleich muss ich den Fallschirm öffnen. 3, 2, 1, schupp. Und jetzt hofft ihr, dass der Fallschirm auch wirklich aufgeht. Und wenn er das nicht tut, und das passiert statistisch gesehen ungefähr bei jedem tausendsten Sprung, dass der Fallschirm nicht aufgeht, dann denkt ihr euch, fuck. Ihr dürft nicht vergessen, ihr fallt immer noch mit 200 km/h. Ihr habt nicht viel Zeit. Zum Glück gibt es einen Reservefallschirm. Und den zu öffnen, da gibt es einige Schritte, die ihr jetzt richtig machen müsst. Ja, ihr müsst auf eure Höhe schauen, ihr müsst den Hauptfallschirm abtrennen, ihr müsst den Reservefallschirm öffnen und wieder in eure Position gehen. Das Problem ist, diese Schritte jetzt durchzuführen, in dieser Stresssituation, jetzt wo das Problem da ist, ist nicht so einfach. Das reicht nicht, das einmal zu erklären, ja so geht das, macht das mal.
Ihr müsst das wirklich reinhämmern, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Deshalb übt man das, bevor man springt, wirklich bis zum Umfallen. Immer wieder. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das macht man immer wieder, immer wieder. Wenn das Problem dann da ist und der Hauptfallschirm nicht aufgeht, dann hast du das im besten Fall so drin, dass du gar nicht nachdenken musst. So ähnlich ist das bei euren Kunden auch. Wenn die ein Problem haben, in dieser Sekunde, sollen die sofort an euch denken. Ihr müsst immer wieder auftauchen. Nicht nur einmal diesen Loftfilm zeigen und denken, okay, jetzt haben die Leute ihn ja gesehen, das reicht. Deshalb nutzt euren Loftfilm auf allen Plattformen. Zum Beispiel auf eurer Webseite. Ich denke, das ist klar. Wie ihr den genau auf eurer Webseite einbaut, zeigen wir euch in dem Kurs. Ja, für alle, die den Kurs noch nicht gesehen haben, ihr bekommt den freigeschaltet, nachdem die Zusammenarbeit, nachdem das Projekt beendet ist. Was noch? Ihr nutzt ihn auf YouTube. Einfach hochladen, auf YouTube einsetzen. Auf LinkedIn, wenn eure Kunden B2B-Kunden sind. Auch auf Events, auf Messen. Ihr seht das, ganz viele Aussteller hier haben ihren Loftfilm dabei, an ihrem Messestand, ja, entweder auf einem Fernseher oder auf einem iPad. Nutzt ihn immer wieder. Und macht auch Retargeting. Retargeting könnt ihr euch so vorstellen, ihr habt Webseitenbesucher auf eurer Webseite. Einige von denen werden eine Anfrage stellen, aber nicht alle. Und einige von denen werden zum Kunden. Wenn zum Beispiel 100 Menschen auf die Webseite kommen, bekommt ihr vielleicht, wenn ihr eine gute Landeseite habt, 5 Anfragen. Und davon werden vielleicht 2 zum Kunden. Das heißt aber gleichzeitig, dass 95 Menschen keine Anfrage gestellt haben, obwohl sie auf der Webseite waren. Und ich sage euch eins, die Leute, die auf eurer Webseite sind, die haben Interesse. Die haben schon die Hand gehoben und haben gesagt, ich habe Interesse, sonst würden die nicht auf die Webseite klicken. Ja, keiner hat Zeit, auf Webseiten rumzusurfen, die ihn nicht interessieren. Zeigt diesen Menschen wieder euren Loftfilm. Und natürlich auch andere Marketingmaßnahmen von euch. Ja, welche das sind, wie das aussehen kann, werden wir heute viel drüber sprechen. Aber immer wieder auftauchen, dass die wieder zurückkommen auf die Webseite und beim nächsten Anlauf sich vielleicht eintragen. Ja, statistisch gesehen braucht man 5 bis 7 Kontaktpunkte, bis sich jemand einträgt. Ja, die allerwenigsten sehen ein einziges Mal eine Werbung und tragen sich direkt ein und kaufen direkt. Ja, diese Idee muss erstmal reifen. Und ganz wichtig, nachfassen. Nur weil jemand heute nicht gekauft hat oder heute vielleicht noch nicht bereit ist zu kaufen, heißt das nicht, dass ihr den für immer verloren habt. Wir haben bei uns im Team mehrere Kollegen, die nichts machen den ganzen Tag, außer ehemalige Interessenten anzurufen. Ja, und da wieder nachzufassen, hey, wie sieht's aus? Erinnerst du dich noch an uns? Hast du noch Interesse? Das solltet ihr auch tun. Immer wieder auftauchen, ja, nicht nur ein einziges Mal. Das zum Beispiel ist ein Kunde von uns, Fair Family. Fair Family hilft dir, Top-Arbeitgeber zu werden, dass deine Mitarbeiter glücklich sind. Und ihr seht hier den Loftfilm von Fair Family, der wurde 2,5 Millionen Mal angeschaut. Das heißt, man kann sagen, jeder Unternehmer in Deutschland hat ihn mal ausgespielt bekommen. Wie ihr das macht, zeigen wir euch heute noch. Aber nicht nur das, Fair Family hat dann gesagt, hey, wir wollen weiter auftauchen, wieder da sein. Wir wollen den Leuten nicht mehr aus den Köpfen gehen. Und da haben wir zum Beispiel zu Weihnachten letztes Jahr einen weiteren Film gemacht. Und in diesem Film haben wir gesagt, hey, was schenkst du deinen Mitarbeitern eigentlich zu Weihnachten? Wir tauchen wieder auf als Top-Arbeitgebermacher, ja, als derjenige, der sich um die Mitarbeiter und die Mitarbeiter-Benefits kümmert. Dann haben wir noch einen Film gemacht. Da singt der Bär Baloo, probier's mal mit Fair Family und mach dein Team extrem happy. Tauchen wieder auf. Und das Ergebnis, ja, Randolf und Felix, die sind auch heute hier mit dem Stand, haben über die Zeit 50.000 Euro ausgegeben auf Facebook und 500.000 Euro Umsatz gemacht. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig viel, aber keine Sorge, man gibt dann nicht 50.000 Euro auf einen Schlag aus. Man fängt mal an, dann gibt man ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und über die Zeit, ja, sammelt sich so ein Betrag. Also, ihr habt einen Loftfilm, das war Schritt 1, aber jetzt müsst ihr es schaffen, immer wieder aufzutauchen. Menschen sehen euren Film, die erfahren von euch. Der Film erklärt sehr gut, wer ihr seid, was ihr tut. Aber jetzt geht es darum, den Leuten nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Wenn ihr das geschafft habt und Menschen sich mit euch beschäftigen, euch immer wieder sehen, gar nicht mehr um euch rumkommen, dann werden sie irgendwann auf Google gehen und werden euren Unternehmensnamen eingeben, ja, zum Beispiel bei uns Loftfilm, mit einem Zusatzwort. Und dieses Zusatzwort ist Erfahrungen. Die werden schauen, kann ich dieser Firma vertrauen? Ja, das ist ein starkes Kaufsignal,
Aber ich möchte mich nicht nur auf das Marketing verlassen, auf die Verkäufer von der Firma. Ich möchte auch herausfinden, was sagen andere Menschen über dieses Unternehmen. Und das Coole ist, ihr könnt entscheiden, was die jetzt finden. Das erste ist, aktiv Bewertungen eintreiben. Ja, das ist ganz klar, ganz offensichtlich. Nicht nur in der E-Mail sagen, danke für die Zusammenarbeit, bitte bewerte uns. Ruft aktiv an. Viele von euch haben wahrscheinlich schon so einen Anruf von uns bekommen. Hey, warst du zufrieden? Kannst du uns eine Bewertung schreiben? Ja, ruft aktiv an. Super wichtig, dann bekommt ihr mehr Bewertungen. Das sieht einfach gut aus. Aber das ist noch nicht alles. Was ihr außerdem machen könnt, ist Kundenstimmen aufnehmen. Ja, zufriedene Kunden, Testimonials. Wir werden auch mit dem einen oder anderen von euch heute eine Kundenstimme aufnehmen. Wir haben auch einen Partner heute hier, Video Statements. Wir haben auch einen Stand draußen, die sich darauf spezialisiert haben, das für euch zu machen. Und diese Kunden berichten über die Zusammenarbeit. So, und jetzt kommt der Hack. Schaut mal hier auf unserem YouTube-Kanal. Alle diese Videos haben im Titel den Wortteil Erfahrungen mit Loftfilm oder Loftfilm-Erfahrungen. Wieso machen wir das? Wenn jetzt jemand auf Google sucht nach Loftfilm-Erfahrungen, ja, und Google und YouTube gehört ja zusammen. Das bedeutet, Google denkt, da sucht jemand nach Loftfilm-Erfahrungen. Da gibt es ein YouTube-Video, das heißt im Titel Loftfilm-Erfahrungen. Möglicherweise sucht dieser Suchende genau dieses Video. Also wird Google dieses Video zeigen. Stellt euch vor, ein potenzieller Kunde sucht nach eurem Unternehmen plus Erfahrung und findet glückliche Kunden, die erzählen, wie toll die Zusammenarbeit war. Also, YouTube Loftfilm-Erfahrung. Dann, schaut mal hier, loftfilm.de/Erfahrungen. Gleiches Prinzip. Da gibt es eine Webseite, die heißt loftfilm-Erfahrungen. Jemand sucht auf Google nach Loftfilm-Erfahrungen. Wahrscheinlich, denkt Google, sucht er genau diese Seite und matcht das. Ja, also auch hier, baut so eine Erfahrungsseite. Vertrauen aufbauen ist super wichtig. Wenn ihr das schafft und jemand nach euch sucht, ja, Loftfilm-Erfahrungen, und schaut mal, der findet positive Bewertungen von Kunden, Stimmen von Kunden. Ja, dann eine Seite, auf der ganz viele Erfahrungsberichte sind. Ja, wenn es noch weitergeht, findet Artikel und so weiter. Das schafft Vertrauen. Ja, das heißt, ich überlege schon, mit dieser Firma zu arbeiten. Ich denke schon drüber nach, ich finde die spannend. Und jetzt recherchiere ich nochmal und finde noch mehr Bestätigung, dass das der richtige Anbieter ist. Das Thema Vertrauen ist zum Beispiel auch ein Thema, was unser Kunde Torben als großes Problem hatte. Torben hilft nämlich Menschen, sich selbstständig zu machen, und zwar mit dem Thema Dropshipping. Wie viele von euch wissen, was Dropshipping ist? Ja, so ein paar, 20-30%. Dropshipping hat ein bisschen schlechten Ruf. Vor allem Dropshipping-Coaches haben einen noch schlechteren Ruf, ja, weil es gibt viele Dropshipping-Coaches, die so, yo, Kohle, 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 Porsche fahren und die damit Werbung machen. Und das wirkt sich natürlich negativ auch auf seriöse Anbieter wie Torben auf. Das heißt, jemand, der Torben sieht, sein Angebot sieht, ist erstmal so, ich weiß nicht, ob das Hand und Fuß hat. Um jetzt Vertrauen aufzubauen, haben wir gesagt, okay, wir erklären einfach, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Wir erklären einfach, wie die einzelnen Schritte sind, weil ich vertraue jemandem, sobald ich etwas verstanden habe. Ja, sobald ich weiß, wie es funktioniert. Wir haben einen Film gemacht, ich möchte ihn euch mal zeigen. In 7 einfachen Schritten zum eigenen Online-Shop und damit zu einem sicheren zusätzlichen Einkommen. Hi, wir sind die Baumdick GmbH und wir helfen Menschen, ihren eigenen Online-Shop von null aufzubauen. In 7 Schritten, die wirklich jeder umsetzen kann. Schritt 1. In einem interaktiven Lernportal lernst du alle Grundlagen rund um das Thema E-Commerce. Im 2. Schritt unterstützen wir dich bei deiner Unternehmensgründung. Egal ob in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Wir sorgen dafür, dass es für dich so einfach und sicher wie möglich ist. Schritt 3. Wir suchen gemeinsam passende Produkte. Dabei richten wir uns nach deinen Interessen. Mit unserem speziellen Research-Tool überprüfst du dann, wie viel Potenzial in deinen Produktideen steckt. Im 4. Schritt bauen wir deine Marke auf. Deine Firma bekommt jetzt einen Namen, ein Logo, eine Domain. Schritt 5. Dein Shop geht live. Deine Produkte und deine Marke werden online sichtbar. Im 6. Schritt kümmern wir uns ums Marketing. Wir schalten bezahlte Werbung und zeigen deine Produkte den Menschen, die sie wirklich benötigen. Danach analysieren wir, welches Produkt sich am besten verkauft und dir am meisten Gewinn bringt.
Sobald wir das wissen, kannst du im letzten Schritt skalieren. Das heißt, du erhöhst dein Werbebudget. Dadurch verkaufst du mehr Produkte und machst mehr Gewinn. Das Ergebnis? Im Schnitt machen unsere Kunden nach 7 Wochen den ersten Umsatz. Nach wenigen Wochen können sie ihren Online-Shop eigenständig führen und erzielen damit ein regelmäßiges Einkommen. Viele unserer Kunden entscheiden sich im Anschluss für eine langfristige Betreuung. So bauen wir gemeinsam ihre Marke nachhaltig auf. Wenn auch du mit deinem eigenen Online-Shop ein zusätzliches Einkommen aufbauen willst, dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. Und schon wird er von dem Scammy, Betrüger, Online-Coach, dem ich nicht vertrauen kann, zu einem seriösen Anbieter. Ich weiß jetzt, wie die Zusammenarbeit abläuft. Ich verstehe die einzelnen Schritte. Die machen alle Sinn und ich kann ihm vertrauen. Also Vertrauen aufbauen, super wichtig für euch und für eure Marke. Ich erzähle euch eine Geschichte von Coca-Cola. Die hat nämlich ein ähnliches Thema mal. Und zwar mit Coca-Cola Light. Wer weiß, was der Unterschied ist zwischen Coca-Cola Light und Coca-Cola Zero? Die meisten denken, es hat irgendwas damit zu tun, das eine hat keine Kalorien, das andere kein Zucker oder wenig Kalorien. Ja, die wahre Geschichte ist eine andere. Coca-Cola Light gab es zuerst. Und Cola hat eine Studie gemacht und hat festgestellt, irgendwie werden wir nur von Frauen gekauft. Männer kaufen unser Produkt nicht. Also haben sie Coca-Cola Zero erfunden, ist fast das Gleiche drin, aber haben gesagt, hey, wir machen jetzt Marketing nur für Männer. Schöne Frauen, Fußball, James Bond, Dunkel, Explosionen, Action. Für Frauen genau das Gegenteil. Hell, halbnackte Männer, shoppen. Der Unterschied zwischen Coca-Cola Light und Coca-Cola Zero ist die Strategie, wen wir ansprechen. So. Die Frage ist die, ist das ein rationaler Kaufgrund, Cola Zero zu kaufen, nur weil die Werbung so aussieht, oder Cola Light zu kaufen, weil die Werbung so aussieht? Natürlich nicht. Das sind nur emotionale Gründe. Trotzdem sagen die meisten Männer, ich mag lieber Zero, und die meisten Frauen, ich mag lieber Light. Der Grund dafür ist aber Branding. Der Grund dafür ist, dass Cola nicht sagt, hey, hier ist Grund A, B und C, warum du das trinken solltest, sondern die machen einfach, die übertragen Emotionen. Und Emotionen sind sehr wichtig. Schaut mal, mit wem würdet ihr lieber zusammenarbeiten? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich habe das Bild mal im Webinar gezeigt. Da hat jemand gesagt, wenn ich Drogen kaufen will, den Linken, für alles andere den Rechten. Wir kennen die beide nicht. Es kann sein, dass der Linke total das Business-Genie ist und der Rechte ein kompletter Idiot. Wissen wir nicht. Aber trotzdem, der erste Eindruck, ja, diese Emotion, die wir hier bekommen, ist, einer seriös, einer nicht. Und das ist der nächste Schritt. Ihr habt es geschafft, euer Angebot logisch rational zu erklären mit eurem Loftfilm. Ihr habt es geschafft, immer wieder aufzutauchen, sichtbar zu werden. Ihr habt es auch geschafft, Vertrauen aufzubauen. Ja, die Menschen vertrauen euch, die sagen, hey, ist eine seriöse, coole Firma, ich habe viel Gutes gehört. Das reicht aber vielleicht immer noch nicht, um einige Menschen zu überzeugen, bei euch eine Anfrage zu stellen. Warum? Weil die Emotion fehlt. Und ich zeige euch jetzt ein Beispiel für einen Loftfilm, den wir gemacht haben, für ein Bestattungsunternehmen. Ja, oder beziehungsweise ein Unternehmen, das als Zielgruppe Bestatter hatte. Oder hat. Und dieser Film, werdet ihr sehen, der zielt sehr auf die Emotion ab. Klar, da werden auch Informationen mitgegeben, aber es ist ein lustiger Film mit der Zielgruppe Bestatter. Trauerdruck online. Haha, niemals beugen wir uns diesem Wahnsinn. Es zerstört alles, was wir aufgebaut haben, dieses Internet. Aber nicht nur von uns, sondern auch von unseren Vätern und von unserer Väterväter. Und von unserer Väterväterväter. Genau. Und was hat es uns im Gegenzug jemals gebracht, frag ich? Die Trauerkarten werden direkt an alle Trauergäste geschickt. Was? Ja, ganz automatisch. Ja, das ist ja ganz praktisch. Ja, das ist wahr. Und man muss dann gar nicht mehr selbst drucken. Oh ja, aktuell ist das immer ein riesen Papierstau. Und so viele verschiedene Papiersorten und Formate. Ohne Lagerhaltung. Okay, ja, ich gebe zu. Man muss nicht mehr selbst drucken, es gibt keinen Papierstau und die Trauerkarten werden automatisch verschickt, wenn man das online macht. Und die schönen Motive und Vorlagen. Okay, ja, aber das mit den Vorlagen, das versteht sich ja von selbst. Abgesehen davon, dass man nicht mehr selbst drucken muss, dass es keinen Papierstau mehr gibt, die Karten selbst verschickt werden und dass es schöne Motive und Vorlagen gibt. Und man muss auch nicht mehr selbst zur Druckerei.
Und ist deshalb nicht auf die Öffnungszeiten angewiesen. Okay, ja, das sollte man erwähnen. Und die Vorschaulinks für die Angehörigen. Das geht? Dann hat man ja gar nicht endlose Feedbackschleifen. Bei Memorius kann man sogar kostenlos gestalten. Und schon ab Auflage 1 drucken. Lieferung am nächsten Tag. Also gut, aber mal abgesehen von der kostenlosen Gestaltung, den Vorschaulinks, der schnellen Lieferung, dass man keinen Papierstau hat, nicht zur Druckerei muss, schöne Motive und das automatische Versenden an Trauergäste. Was, frage ich euch, hat uns dieser Online-Druck jemals gebracht? Mehr Zeit für unseren eigentlichen Job. Mehr Zeit? Ach, halt die Klappe. Ihr seht den Unterschied von einem Loftfilm, der einfach nur rational erklärt, hier ist Argument 1, 2 und 3. Und einem Branding-Film, ja, der ein bisschen provozieren soll, der im Gedächtnis bleiben soll, über den man auch sprechen kann. Weil Branding heißt auch, dass eure Kunden über euch sprechen. Ja, dass die andere Menschen treffen auf Events wie hier zum Beispiel und sagen, hey, hast du diesen Film schon gesehen? Hast du schon von dieser Firma gehört? Das ist Branding. Ich zeige euch noch ein weiteres Beispiel, weil Branding einfach in alle möglichen Richtungen gehen kann. Die Frage ist immer, wie will man rüberkommen, ja, wie will man wirken? Und wir bei Loftfilm, ja, ich habe es vorhin erzählt, seit 2020 hatten wir einen Loftfilm, der wirklich massiv Menschen zu uns gezogen hat. Gleichzeitig waren wir aber noch ein unbekannter Anbieter und bei uns wurde nicht viel geredet. Wir haben uns auch überlegt, wie können wir Branding machen? Und ich bringe euch ein Beispiel mit, ja, einen Film, wie wir Branding gemacht haben, das jetzt nicht aus der humorvollen Ecke, sondern eher so aus der epischen Ecke. Ich zeige euch mal dieses Beispiel. Das geht raus an alle Unternehmer, die morgens nicht nur aufstehen, um Geld zu verdienen, sondern weil ihre Arbeit wichtig ist. An alle Unternehmer, die einen echten Unterschied machen und für ihre Kunden auch mal bis spät in die Nacht noch Lösungen finden. An alle, die das Risiko eingegangen sind, Unternehmer zu werden, weil ihre Arbeit wirklich etwas verändert. An all die Unternehmer, die jeden Tag schwere Entscheidungen treffen und an alle, die immer die Extrameile gehen. An all diese Unternehmer sagen wir Danke für euren Einsatz. Danke. 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 Es wird Zeit, dass noch mehr Menschen verstehen, wie großartig dein Unternehmen ist. Lass es uns erklären. Loftfilm. Kurz erklärt, direkt verstanden. Dieser Film hat nicht den Zweck, direkt Kunden zu finden. Dieser Film hat den Zweck, bekannt zu werden und eine Emotion zu übertragen. Ihr seht, der Großteil des Films ist Danke, dass du so ein geiler Unternehmer bist, dass du ein geiles Unternehmen hast, dass du dich einsetzt. Und das ist eine starke Emotion für jeden Unternehmer. Und wir wollen diese Emotion mit Loftfilm verknüpfen und dann mittelfristig damit Kunden finden. Das ist der nächste Schritt in der Entwicklung. Und wenn ihr das geschafft habt, ja, Branding durch Emotionen, seid bekannt geworden, ihr habt es geschafft, dass Menschen euch vertrauen, dass sie euch immer wieder überall sehen, dann werdet ihr schon einen Großteil von eurer Zielgruppe abgegrast haben. Dann werdet ihr die ganzen Low-Hanging Fruits bekommen haben. Low-Hanging Fruits sind die Kunden, die relativ leicht zu gewinnen sind. Ja, die, wo ich nicht mal einen Leiter brauche und einfach den Apfel vom Baum runterpflücken kann. Das sind aber immer noch lang nicht alle potenziellen Kunden. Das ist die Awareness-Pyramide. Das heißt, je weiter man oben ist, desto mehr hat man sich schon mit eurem Angebot beschäftigt. Ja, und wir haben zum Beispiel heute eine Kundin von uns hier, Mimi Ruth. Sie hat auch einen Stand draußen und Mimi hilft vielbeschäftigten Unternehmern abzunehmen, ja, Gewicht zu verlieren. Schauen wir uns mal die Awareness-Pyramide durch dieses Angebot, ja, durch diese Perspektive an. Auf der untersten Ebene sind Menschen, die nur ein Symptom haben. Die sagen zum Beispiel, oh, das Hemd spannt aber ganz schön. Ja, oder ich brauche schon wieder einen neuen Gürtel. Die haben noch kein Problem, die sagen noch nicht, mich stört das. Die merken das einfach nur, die haben ein Symptom. Dann gibt es Menschen, die haben schon gemerkt, das stört mich. Ich will das ändern, das nervt mich, ja, ich fühle mich nicht mehr wohl. Dann gibt es Menschen, die beschäftigen sich schon mit der Lösung. Die wissen, es gibt eine Lösung. Es muss nicht für immer so bleiben. Ich weiß, das ist nicht Gott gegeben, sondern es hat vielleicht mit ein paar Dingen zu tun, wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege und so weiter. Dann gibt es Menschen, die sind sogar noch einen Schritt weiter. Die beschäftigen sich schon mit dem Produkt. Die wissen,
Ich könnte einem Fitnessstudio beitreten. Ich könnte eine Diät machen. Ich könnte einen Coach mir holen. Ja, die wissen schon, es gibt verschiedene konkrete Produkte. Und auf der letzten Stufe, da suchen sie schon einen konkreten Anbieter. Das bedeutet, sie sagen, okay, die Entscheidung ist getroffen, ich möchte einem Fitnessstudio beitreten, jetzt schaue ich, welches ist das Richtige. Ja, welches ist am nächsten oder hat den besten Service, wie auch immer. Und eure Werbung spricht großteils nur Menschen an, die Produkt- oder Anbieter-aware sind. Das heißt, die schon relativ weit sind. Wenn jemand schon weiß, ich möchte ein Erklärvideo machen, ist die Chance, dass er zu uns kommt, relativ hoch. Aber irgendwann haben wir den Großteil von diesen Kunden alle schon erreicht. Und dann müssen wir neue Zielgruppen erschließen. Und das gleiche Thema hat ein Kunde von uns, Florent, und Florent macht Hautcremes. Das Problem mit Hautcremes ist, es gibt so viele am Markt und die allermeisten Frauen nutzen schon die ein oder andere Hautcreme. Die sind nicht auf der Suche nach einem Produkt, die sind nicht auf der Suche nach einem neuen Anbieter, die haben ein Produkt und die sind gar nicht problem aware. Die wissen nicht, dass sie ein Problem haben. Und Florent kam zu uns und hat gesagt, hey Jonas, wir wollen einen Loftfilm machen und wir wollen erzählen, nur natürliche Zutaten. Super für die Haut. Keine Falten mehr. Immer Feuchtigkeit. Und er hat gesagt, Florent, lass uns das nicht machen. Ich habe ihm eine Alternative vorgeschlagen. Die fand er erstmal nicht so gut. Und die fand er deshalb nicht gut, weil wir in dem ganzen Film kein einziges Mal sagen, wie toll sein Produkt ist. Und ich zeige euch jetzt diesen Film. Kennst du deinen Hautzustand? Es gibt 6 verschiedene Hautzustände. Viele Frauen kennen ihren Hauttypen, aber nicht ihren Hautzustand. Die Folge? Sie nutzen Cremes, die ihrer Haut nicht optimal helfen oder sogar schaden. Marie hat Hautzustand 1 und die perfekte Creme für sich gefunden. Julia nutzt die gleiche Creme. Allerdings hat sie Hautzustand 2. Diese Creme ist für ihre Haut zu fettig, verstopft die Poren und führt zu Pickeln. Sandra hat Hautzustand 3. Ihre Haut erhält durch die gleiche Creme nicht genug Feuchtigkeit. Dadurch wird Sandra bald Falten bekommen. Nur wenn du deinen Hautzustand kennst, kannst du die richtige Creme für dich wählen. Finde in nur 3 Minuten heraus, welchen Hautzustand du hast und welche Cremes am besten für dich geeignet sind. Mache jetzt unseren kostenlosen Online-Test und nutze nie wieder die falsche Creme. In diesem Film haben wir nur auf das Problem eingezahlt. Ja, schau mal, du hast ein Problem. Du nutzt schon eine Creme, wissen wir alles, aber es ist vielleicht die falsche. Das heißt, er hat darauf abgezielt, die Zielgruppe zu vergrößern. Menschen, die jetzt gar nicht auf der Suche sind, ja, anzusprechen und sie vielleicht von der Konkurrenz wegzuziehen. Ja, es gab dann einen Test danach, du hast den Test ausgefüllt und wenn du den Test ausgefüllt hast, kam ein Ergebnis und das Ergebnis hat gesagt, hey, das ist die perfekte Creme für dich, die kannst du jetzt hier kaufen. Das Ergebnis, er hat 5000 zusätzliche Produkte in 12 Monaten damit verkauft, mit dieser Strategie. Und das ist der letzte Schritt, neue Zielgruppen zu erschließen. Also auch die Menschen anzusprechen, die gerade vielleicht noch ganz weit weg sind, die noch gar nicht drüber nachdenken, bei euch zu kaufen, die vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie gerade ein Problem haben. Weil diese Menschen geht eure Konkurrenz auch nicht an. Und da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin. Und was ihr jetzt beobachten konntet, ist, der Loftfilm ist der erste Schritt. Der Loftfilm ist eine sehr gute Grundlage, mit dem man auch schon sehr viele Neukunden finden kann, wenn man ihn richtig einsetzt. Wie ihr den einsetzt, werdet ihr heute im Laufe des Tages noch im Detail erfahren. Es gibt aber danach weitere Schritte, wenn ihr es schaffen wollt, euren Markt zu übernehmen. Und bei diesen Schritten wollen wir auch an eurer Seite sein. Wir bei Loftfilm sehen uns nicht als Agentur, die einmal für euch einen Film macht und euch damit alleine lässt und sagt viel Glück in der Zukunft, sondern wir wollen ja mit euch langfristig zusammenarbeiten. Wer weiß, vielleicht mal einen Branding-Film machen oder einen Retargeting-Film, ja, euch vielleicht beraten, wenn ihr Rückfragen habt. Genau deshalb gibt es auch dieses Event hier. Genau deshalb machen wir immer wieder Webinare. Also schaut da in eure E-Mails, die sind komplett kostenlos. Ja, teilweise machen wir die selbst, teilweise laden wir externe Sprecher, Vortragende ein. Und all das wollen wir euch geben, weil wir lange mit euch zusammenarbeiten wollen, diesen Weg gemeinsam gehen wollen, ja, dass ihr auch nach dem Loftfilm euch immer weiterentwickelt mit unserer Hilfe.
Deshalb freue ich mich auch, viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich sehe Marvin, der, glaube ich, heute zum 4. Mal auf dem Loft Film Day ist. Ja, ich sehe viele hier vorne, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass auch die, die heute zum ersten Mal da sind, wieder vorbeikommen, dass wir vielleicht einen zweiten oder dritten Film machen. Ja, auch das Thema Landeseiten, da wird Felix gleich was dazu sagen. Da, wo ihr Hilfe braucht, da wollen wir euch helfen. Weil ihr habt so großartige Angebote, so großartige Unternehmen und euer Unternehmen hat einfach großartiges Marketing verdient. Vielen Dank. Thank you.